Jo, herzlich willkommen zu Need for Speed Hot Pursuit 2. Ja. Warum er das immer wieder verstellt hier, keine Ahnung. Ich hab das jetzt mal mit DG Voodoo laufen. Damit das Menü irgendwie auch in Vollbild kommt, weil sonst macht er da mehrere Videos und dann natürlich 800x600 und solche Späße. Mit DG Voodoo scheint das jetzt besser zu laufen. Dann wollen wir mal gucken hier. Ich hätte ja gerne mal einen BMW M5 gefahren. Einfach nur mal so. War jetzt nicht so ganz das, was ich wollte. Manchmal macht das HUD hier Probleme, auch ohne DG Voodoo schon. Verstehe ich nicht so ganz, was das sein soll. Dämliches Problemchen. Ah. Wenn das funktioniert, ist das wohl ein Bug im Spiel immer noch. Ja gut. Von der FPS her ist das aber gerade ziemlich beschissen hier. Teilweise. Verstehe ich gar nicht. Aber dann kommt er doch mal hoch. Das Spiel lief einfach so kacke. Wie kann das sein? Das scheint mir ein ziemlich übler Konsolenport zu sein. Weil Xbox und noch irgendein GC oder sowas drin steht, wenn man die Auflösung manipulieren will für das Spiel. Für das Menü. Was auch nur mehr schlecht als recht klappt, deswegen habe ich jetzt so dicke Voodoo drauf. Mein Logitech Driving Force GT auch erst Probleme gemacht hier. Naja. Ist alles typisch Electronic Arts irgendwie. Wo leid's mir tut. Das ist einfach scheiße programmiert. Das ist so. Aber ich würde sagen, ab hier wird es dann halt am wenigsten problematisch, ab Windows 7 mit neuerer Hardware. Aber das waren jetzt keine komplizierten, vielen Griffe hier, die ich hier machen musste, und das läuft halt. Ich kann meine Routentaste vom Logitech Driving Force GT jetzt nicht benutzen, das hat aber, wie gesagt, auch erst Ärger gemacht, erst ging das gar nicht mit Gas und Bremse und so weiter. Da konnte ich zwar lenken, aber kein Gas geben oder bremsen. Ja, so wie es jetzt hier gerade läuft, in diesem Augenblick, ist es doch ganz in Ordnung. 120 Grad Drehmoment passt wohl auch, beziehungsweise Drehbereich. So. Ach komm schon, mach dich weg. Das ist mein BMW. 46 an County. Habe das Fahrzeug aus den Augen verloren. Bin wieder an ihm dran. Verfolge ein Fahrzeug. Fahrzeug ist ein blauer BMW Z8. Ja, so wäre einem das noch gefallen. Das ist das erste Spiel, was ich jetzt tatsächlich in DirectX auf DG Voodoo spiele. Ansonsten hat DG Voodoo mir immer nur 3DFX beschert. Gerade nicht, ja. Fahrzeug ist ein roter BMW M5. Runde. Der Verdächtige hält nicht an. Brauche Unterstützung. Macht der Endgleit Odyssey mit etwas wie Porsche. 19, ja, kannst auch gerne ganz nah hinter mir bleiben. Kannst aber mal Auspuff schnuppern. Maximal. Gefahr ist zu groß. Beende Verfolgung. County, bin wieder an.
an ihm dran. Verfolge ein Fahrzeug. Fahrzeug ist ein roter BMW M5. Ja, Anti-Aliasing greift aber auch ganz gut her. Ja? Achtfach. Über der Gevudo. Sieht echt nett aus. Ja, B. Festgenommen. R. Oh, 19 an County. Wir haben den Verdächtigen. Das ist doch geil. Das passt gut in Zox mal gezeigt hier. Volle Action. Kann ich das nochmal machen jetzt oder? Rennen neu starten. Ja, weil das kann ich bestimmt besser. Gar nicht, muss ich ja für das Seitenverhältnis irgendwie vielleicht noch was ändern. BMW sieht ein bisschen platt gedrückt aus, aber es kann noch an der dämlichen Kameraposition liegen. Ne? Das weiß ich jetzt gar nicht. 19 an County, mir hat gerade einer die Türen weggepustet. Nehmen die Verfolgung auf. Natürlich sein, dass ich das im Menü auf 800 mal 600 lassen muss, damit es dann passt, weil er das ja skaliert, das DG-Büro. Ja, mal gucken, das können wir gleich nochmal ausprobieren dann. Ungefähr dürfte es auch in der nächsten Runde laufen. Verfolgung ab.
werden polizeilich gesucht, heißt es nachher mal wieder. Musik vielleicht ein bisschen lauter machen, aber da komme ich jetzt wahrscheinlich nicht dran. 46 an County. Bin wieder an ihm dran. Verfolge ein Fahrzeug. Fahrzeug ist ein roter BMW M3. Blinder Bulle. Boah. Da fliegt er. Ja, mein BMW kann auch fliegen, der fährt nicht, der fliegt. Gleich im Ziel. Macht euch bloß fort hier. Der Sieg gehört dir. Naja, klar. Rennende. So, dann wollen wir mal gucken. Ist ja quasi auch der Hauptmenüstand. Das Hauptmenü sieht eigentlich richtig aus von der Schrift her. Was kriegen wir diesmal für eine Karre vorgesetzt? Ja, das würde ich gerne mal wissen. Oh, ein BMW M5. So. Ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie richtiger aussieht. Etwas vielleicht, wa? Keine Ahnung. Hat sich nicht wirklich viel verändert. Ich lasse es einfach mal dabei. Doch, sieht irgendwie schon richtiger aus. Falls da sich jetzt was geändert hat, vielleicht ist das nur der subjektive Eindruck. Oft ist das ja so. Ich habe was umgestellt, jetzt ist es anders. Ne? So als Ergebnis. Das bockt. Hier kommt auch der Saccardo wirklich rüber, hier von Need for Speed. 19 an County, befolge ein Fahrzeug. Fahrzeug ist ein schwarzer BMW M5. Ja. Das bin dann wohl mal ich. Das Video dann wohl Dennis steigt in den BMW und widersetzt sich der Staatsgewalt oder so, wie man sieht. Ja, abbremsen kommt man hier sauber durch. Ach komm, ich ärgere euch mal. Thank you.
County. Breche Verfolgung ab, bitte bestätigen. Mach man. Letzte Runde. Ja. Schöne BMW. Ich bin wieder an ihm dran. Nehme die Verfolgung auf. Fahrzeug ist ein schwarzer BMW M5. Immer schön drauffahren. Das macht man bei dem Spiel so, soweit ich mich erinnere. Dann werden die nämlich da oben vom Balken her da blau. Und dann kann man sie auch loswerden. Verfolgung zu gefährlich. Breche ab. Ja. Bei dem Fahrstil auch kein Wunder, oder? Abbremsen, dann kommt man ja schön sauber durch. Gegen mich anzutreten, haben sie keine Lust mehr. Glückwunsch, du bist Erster. Oh jo. So ist das. Alles klar. Dann, mal gucken. Hot Pursuit. Aber erstmal möchte ich dann doch lieber Infos mit Porsche fertig machen, bevor ich mit dem hier weitermache. Aber man könnte es ja potenziell mal für einen Multiplayer schon mal parat haben, so wie ich jetzt, dass es halt installiert ist und läuft, ne? Ja. Bis dann.